Müssen wir hier nur was einsammeln oder müssen wir auch töten? Gute alte Venture Co. Geh mal auf Flugmount. Warum? Weil hier hinten eigentlich eine Quest ist. Können wir die nämlich gleich noch mit annehmen. Warte. Töte den gerade. Konntest gerade mit annehmen. Gut. Richtig. Bloß nicht bloß schnell. Nicht so schnell. Los, hopp, hopp, wir haben keine Zeit. Wir haben gleich einen Inni-Invite. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Feder drunter packen bringt auch nichts. Nimm an, Mann! Annehmen, annehmen und annehmen. So, ich hoffe, Bärchen hat was drauf. Damit ich nicht so viel machen muss, weißt du? Jetzt will er auch noch wenig machen. Na, bei mehr als zwei Gegnern kriegt er aber ordentlich auf die Mütze, ey. Nörgel, 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 Nörgel. Ja, aber du nörgelst doch auch. Ich nörgel nicht so viel wie du. Du nörgelst, weil ich nörgel, also nörgelst du genauso viel. Das war nur ein Hinweis darauf, dass du nörgelst. Das ist was anderes. Ja, genau. Der hat gerade so schon so viel Schaden gekriegt und dann rennt er einfach weg. Echt tot?
Ich bin tot. Warum nimmst du denn genau den? Soll noch mal jemand sagen, ich kann meinen Jäger nicht spielen, ne? Also ein bisschen Heilung wäre jetzt aber echt gut. Bin ja schon auf dem Weg. Puh, hast du gesehen, wie ich die genatzt hab, hä? Ich bin der stärkste unter den Söhnen meines Vaters. Zeigt mir, eure Weisheit ist gekommen. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Oh, da kriegt er aber was auf die Fresse. Aber nicht zu knapp, ey. Ihr sagt nicht der Heiler schuld. Sag ich das? Das Fleisch. Alter. Wer ist der geilste Jäger von allen? Fleisch ist nicht stärker. Hat Peter aber gut gemacht. Das muss man ja sagen. Ah, danke, danke, Sharok. Brauchst du nicht die Schultern? Nee. Die haben nur ein bisschen mehr Ausdauer. Aber weniger Wille. Achso. Ich glaube, das Bärchen traut dir gerade auch nicht mehr. Das Bärchen ist so echt ganz schön schnell runtergegangen da im letzten Moment, ey. Diese Fähigkeit ist noch nicht da. Unter 30% gewesen und zack, war er tot. Ich habe kein Ziel. Ja. Weiß ich, brauchst du solche Fähigkeiten, dass dann irgendwie der Gegner unter 30% ist, die sowas haben wie tödlicher Schuss oder so? Nicht, dass ich wüsste. Als wäre mir neu. Das lädt immer noch auf. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Noch nicht bereit. Ich habe kein Ziel. Kann ich noch nicht wirken. Kann ich noch nicht tun. Der aber auch echt mies, ne? Ja.
Instant Kill. Das lädt immer noch auf. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht wirken. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich habe kein Ziel. Ihr habt also meine Kinder getötet. Ihr werdet bezahlen. Oh, da hat er gepult. Dann wird auch direkt der Heiler in die Mangel genommen. Da soll noch mal einer sagen, ich mach meinen Job nicht gut. Mich musstest du ja auch nicht heilen. Wenn ich nicht dabei wäre. Ah ja, Heiler, ne? Erklärst du denn auch was? Muss ich? Hast du doch gerade gesagt. Hast gerade gesagt, euer Erklärbär. Nee, euer Heiler. Von Erklärbär habe ich nichts gesagt, das habe ich extra weggelassen. Jeder, der das Lied kennt, weiß aber, dass das so ist. Irgendwie fehlt mir jetzt für die eine Quest noch ein Gegner. Weil ich tot war, wo der getötet wurde. Das ist natürlich doof. Das ist natürlich sehr doof. Wir wissen, dass man da weglaufen muss. Ich glaube nicht.
Ja. Wenn der Heiler mich mal geheilt hätte, hätten wir das wahrscheinlich auch noch geschafft. Ich muss nur mal eben mein Mikrofon anstecken, also mein Headset. Wenn sie mal alle weggelaufen wären, dann. Ja. Das vielleicht auch geschafft. Ich glaube nicht, dass ich das weggeheilt hätte. So wie die runtergegangen sind. Oh, unser Tank hat ein Disco. Yeah! Ja, ja, genau. Ja! Yeah. Steht doch, dass du alle hast. Nee, da hinten. Der ungeschmiedete Heiler, brauche ich noch. Ich habe leider auch keinen Pet-Tank. Pet. Warte mal, warte mal, warte mal, bleib mal hier. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das lädt immer noch auf. Kann ich noch nicht machen? Ich habe kein Ziel. Jo, den haben wir. Ja, nur für dich mache ich sowas. Okay, aufgepasst. Ach, hier spawnt doch gar nichts mehr. Nee, weil wir oben den Boss haben. Diesmal vielleicht bei dem Blitzen wegrennen, das wäre vielleicht mal eine Option. Ich mach schon. Ach, vergeudet ihn noch nicht. Den was? Falls wir nochmal sterben. Na gut, ist dann sowieso nur der eine von Betroffenen. Richtig. Ja, Peter kann das leider nicht tanken. Peter ist dafür nicht geboren. Wenn ich nicht dabei wäre, euer Erklärbär. Wenn ich nicht dabei wäre. Ganz egal in welchem MMORPG. Ja, erstmal bräuchten wir einen Tank. Peter ist halt kein Ping. Kein Pengpad. Kein Pengpad ist er, kein Pengpad. Pengpad. Jetzt wäre er ein Pengpad. Das geht aber besser als Beastmaster, ganz ehrlich. Weil die Pet-Heilung, die du ihm geben kannst, die ist zu gering. Du könntest ihn ja auch heilen. Ja, aber er hält dann immer noch nicht so viel aus, als wenn du Beastmaster wärst. Ja, entweder warten wir jetzt noch 30 Stunden auf den Tank oder wir versuchen's.
Ich würde warten. Da ich ja dummerweise den meisten Schaden mache, wäre es dumm, wenn ich auf Beastmaster gehe. Aber da ist es wieder, dass du ich könnte dich dafür erwürgen. Was denn? Wieso machst du Selfies? Mit dem Boss? Ja, stell dich hin hier. Geselfied. So. Ah, Raute, lasszocken.de. Raute. Selfie. Raute. Kommt der nächste mit der Selfie-Cam. Raute. Boss. Tweet. So. So, mal ein bisschen getweetet hier. Ja, so. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Mann, der Boss hat nicht viel. Du müsstest einfach nur Peter hochheilen. Versuch's. Aber ich glaube nicht, dass es das wird. Was ist also besser, Peter oder den Sphärenjäger? Peter. Also ich würde dem trotzdem das eher zutrauen, wenn du auf Beastmaster geskillt wirst. Ja, nee, komm. Hättest du das vielleicht den anderen beiden auch nochmal sagen können? Schön, dass ich Agro hab. Warum hab ich denn Agro? Peter! Keine Ahnung, wieso hab ich dich nicht im Blickfeld? Oh. Hat er schon wieder mich? Als Beastmaster hätt's geklappt. Peter! Los, Peter! Ja, willst du nun Heilung oder nicht? Dann musst du auch nicht ausreichen. Ja, dann wo bist du? Hier, wo bist du? Ach, bist du schon wieder auf der anderen Seite? Da. Ja, ich bin dir hinterhergelaufen, Mensch. Schön. Peter kann nichts. Ich könnte jetzt sagen, ich hab's ja gleich gesagt, aber ich glaube, ich lasse es. Ich verstehe nicht, warum Peter so scheiße ist. Wieso hast du dich denn nicht... Oder war dein Todstellen... Ja, war... kaputt? Konnte ich nicht. Dafür, dass der eigentlich jetzt gerade auf Tank geskillt ist, der Peter, war richtig schlecht. Also, auf Beastmaster läuft das alles ein bisschen besser. Wenn du so klugscheißer willst, warum hast du keinen Jäger gespielt? Weil ich schon einen hab. Nee, weil du unbedingt DD sein wolltest, deswegen. Peter ist tot. Was ich sagen wollte, am besten eignet sich sowieso dann irgendwie eine Katze oder eine Geisterbestie oder eine Schildkröte halt. Bären sind auch noch so ganz gut. Und auf Beastmaster, wie gesagt, das ist halt dann um einiges einfacher. Geh mir nicht auf die Nerven mit Beastmaster. So. Geh mir nicht auf die Nerven mit Beastmaster. Ich bin kein Beastmaster. Nix Beastmaster. Comprende? Kommt auch nicht als Zweitskillung in Frage? Habe ich ja Zweitskillung, aber ich will die nicht. Ich komme damit nicht klar. Da muss man sich natürlich ein bisschen reinfummeln. Das ist klar. Ich bin halt nicht hier Klassenschlampe wie du. Eigentlich Disziplin spielen wollen und dann einen auf Holy machen.
Ja, ist auch angenehmer. Siehst du, für mich ist es einfach Treffsicherheit. Punkt aus Ende. Ja, aber ich schätze mal, das wird hier nichts mehr. Guck mal, wir warten schon seit 7 Minuten. Ja, machst du recht haben. So, ich verlasse die Gruppe. Punkt aus Ende. Das lädt immer noch auf. Die Quest jetzt nochmal machen, ne? Gut. Nein, genau daneben gesprungen. Ach, leck. Gut, questen wir halt noch ein bisschen rum, merken wir uns die Hallen der Blitze, die wollen wir noch fertig machen. Quest abbrechen, die hier oben. Oder kann man die so nochmal anschnacken? Nee. Welche waren das? Die da. Sollte man so nochmal annehmen. Du müsstest jetzt eigentlich Fenster kriegen. Ich hatte sie noch im Verlauf drin, danke. Ich helfe dir nicht dabei. Ich auch, ich doch auch. Ich konnte sie nicht annehmen. Eben, wo du die angenommen hast, habe ich ein großes Fenster gekriegt. Ich hatte sie aber noch im Questlog drin. Wo ist denn die jetzt? Wie heißt die jetzt? Irgendwas mit dieser Tür. Mann, Mann, Mann. Das in meinem zarten Alter, dass du mich hier so zur Weißglut bringen musst, ne? Bist du jetzt böse? Ja. Das kannst du nicht wieder gut blasen. So, dann bleib ich jetzt hier verstehen und verkaufe erstmal. Willst du Snickers? Nein. Zudem heiße ich nicht Tim. Ich habe kein Snickers verdient. Alte, komm zurück, dir hilft eh keiner. Wo sind die? Stirbt die schon? Ich hab keine Ahnung. Also ich sehe sie gar nicht mehr. Ich auch nicht. Lasst uns froh und munter sein und den Chibi voll verkloppen. Wo ist die Alte denn? Ich glaube, das musst du noch ein bisschen skillen, deine Reimkunst. Ich geh dir gleich was anderes. Alter, ist heute Tag des Wartens oder was? Ja, im WoW muss man manchmal echt Geduld haben. Boah, ich gebe jetzt die Quests ab. Ich werde hier sowieso wieder hingeschickt. Weil wir müssen hier noch 3 Leute töten. Du nicht mehr, ich schon. Wieso muss ich denn schon wieder hier Sachen töten und du wieder nicht? Keine Ahnung, was du gemacht hast. Ich hab mich noch bei den anderen verabschiedet und entschuldigt. Möge das Licht euch umarmen und mögen eure Tage lang. Dazu war ich jetzt so angepisst. Das Schlimme daran ist, Chibi war schuld. Wieso? Ich kann nicht auf Beastmaster skillen. Der Tank ist nur offline gegangen, weil du ihn andauernd sterben lassen hast. Der hat ja auch nichts ausgehalten, er ist an den Blitzen stehen geblieben, der Trottel. Ah, Mann, Mann, Mann.
Einmal mit Profis, jo. Jetzt warte wenigstens. Auf was? Auf mich. Ich kann ja die Tussi ansprechen, wenn sie da ist. Die ist da. Ah, jetzt wird noch das Ausrufezeichen gezeigt. Ja, dann warte ich jetzt auf dich. Ich beeile mich auch. Ja, Sharok, kannst du mit mir mitfühlen, ne? Moment. So, konntest du sie jetzt mit annehmen? Also ich habe sie angenommen, du befreist sie und ich töte eben die zwei. Und hier, siehst du, wenigstens einer, der dann mit mir mitfühlt, weißt du? Wie das mit dir ist, hier. Ja, ich fühle mich schon total schlecht gerade. Also alle auf mir rumhacken. Ich habe jetzt beide getötet. Schon mal. Wieso ist denn die Quest bei mir fehlgeschlagen? Was weiß ich? Weit weggegangen? Alter, riecht mich auf, ey. Die riecht mich so auf. Das lädt immer noch auf. Brauche ein Ziel. Wenn ich die abbreche, kannst du die noch mal teilen? Guck mal nach. Jetzt abgebrochen. Ach, wo ist denn die? Deserteur irgendwas. Sollten wir das eben auch machen können. Wobei sie jetzt erst bei mir als fehlgeschlagen drinne stand. Ist sie bei dir beendet? Mhm. Toll, bei mir nicht. Ich klatsch die Alte so an die Wand, ich schwör's dir. Das ist Karma. Weil du mich hier die ganze Zeit so runter machst. Karma! Karma, Shibi. Ich geb dir gleich mal Karma, Alter. Oder wie war das bei How I Met Your Mother? Karma? Das ist eine Stripperin. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ich brauche ein Ziel. Weißt du, das ist Karma. Ich bin noch so nett, gucke, dass du wenigstens noch bei dem in der Inni da den Typen gekillt kriegst, weißt du, damit du die Quest hast. Der hat wohl nicht gereicht, um deinen Karma zu reinigen. Boah. Boah. Ich glaube, ich bin morgen krank oder sowas.
natürlich schon morgen krank schreiben. Ich will dann aber auch einen gelben Zettel sehen, ne? Steht dann zu viel drauf. So von wegen, brauch Ruhe vor Schibi. Kriegt schon Depression wegen dem. So. Ah, freu ich mich. Wenigstens nachher FIFA spielen. Da kommen wir, sind fast schon 79. Da ist die alte. Morgen noch das eine Level. Gehen wir dann eigentlich unter Wasser oder in den Nihil? Was hättest du denn lieber? Ich kann's dir nicht sagen. Da musst du mir jetzt helfen. Wo droppt mehr Zeug? Also, oder wo kriegt man mehr Zeug? Glaube, ich habe mit meinem Jäger lieber im Dings gequestet, in Unterwasser. Ich habe da eigentlich auch ganz gut was gekriegt. Also als Priester weiß ich, in Hyal geht's gut ab. Also ich mag das da unter Wasser eigentlich auch ganz gerne, bis zu einem bestimmten Punkt. Der da wäre? Ja, ab einem bestimmten Punkt musst du da einfach nur noch hin und her laufen die ganze Zeit, das ist echt lästig irgendwie. Wir können ja abstimmen. Du bist für unter Wasser, ich für also ja, das ist mir egal. Ja, mir eigentlich auch. Aber wir könnten auch mal wieder. Dann machen. Lass uns unter Wasser machen. Weil das sieht hübsch aus. Da haben die Zuschauer wenigstens mal was zu sehen. Okay, Sharok sagt auch unter Wasser. Weil er findet hier das Hyal cooler, deswegen. Hast du jetzt davon? Aber unter Wasser gibt's halt. Ja, unter Wasser haben wir aber die Möglichkeit, ja, eventuell den Ramob für das Seepferdchen zu finden. Das kann sein, ja. Das gibt's im Hyal nicht. Ich habe auch immer Hyal gequestet. Einmal unter Wasser und dann immer Hyal. Aber nur weil ich faul war, im Endeffekt. Bei mir war es andersrum. Du hast immer unter Wasser gequestet? Genau, einmal Hyal nur. Was geht euch durch den Kopf? Also wir können auch ins Hyal, also mir ist es egal. Im Hyal gibt es ja noch diesen Feuerhippogriffen, aber den gibt es ja erst nach ein paar Tagen, wenn man da Dailies macht. Hallo? Auf dann. Ja, darüber. Grüße. Mögen eure Reisen sich. Jetzt habe ich die ganzen Quests nicht angenommen, jetzt bin ich einfach eingestiegen. Ach, ich trottel. Schön, dass du es einsiehst. Ne, aber so können wir mal ein bisschen Gyrokopter fliegen hier, wa? Macht man ja so selten. Bereits. Ah, ne, du musst es annehmen, ich kann nicht alle teilen. Schade. Ja, dann fliegen wir doch mal eben. Hä? Wo bist denn du hingeflogen mit dem? Zum Fluss ein. War das Quest? Ja. Okay.
Okay. So. Yay. Gut, fliege ich nochmal zurück. Ja, mach ich auch gleich. Jetzt habe ich da noch eine Quest vergessen. Was ist denn heute los? Ich glaube, das wird heute nichts mehr mit mir hier, ey. Willst du dir Urlaub nehmen? Einmal Malediven ohne Rückflugticket, bitte. Musst du aber selber zahlen. Und dann verdiene ich mir da meinen Lebensunterhalt als Schnorchellehrer oder so. Darf ich dich was fragen? Was denn? Kannst du denn schnorcheln? Was ist denn daran so schwer? Du setzt dir die Taucherbrille auf, nimmst den Schnorchel und dann schwimmst du da an der Oberfläche. Aha. Du denkst, das wäre so einfach. Na sicher. Wurdest du jemals schon mal fürs Denken bezahlt? Ja. Ich finde das echt nicht cool, dass du mich jetzt auch noch so dreist anlügst. Das war nicht gelogen. Wer hat dich denn fürs Denken bezahlt? Ich brauche ein Ziel. War der Hai? So ungefähr. Müssen wir da irgendwas einsammeln da unten? Ja, ein Schlüssel. Ein Schlüssel, ich nehme nochmal eben hier die Quest an. Da steht er. Oder sie. Es. Ich bin doch schon die ganze Zeit ganz brav auf der Suche nach dem Scheißschlüssel. Jetzt muss ich aber mal in die Luft. Geht der Schlüssel mir jetzt schon auf die Nerven. Ah, ich hab ihn gefunden. In einem Schlammhaufen direkt, oder was? Ja. Oder in einem Aal? Nee, im Schlammhaufen. Mach weiter. Weil ich mit meinem schlechten Karma dir helfe. Irgendwie muss man das ja wieder hinkriegen, ne? Ah, da ist er. Hallo. Luftrakete. Jetzt wird's lustig.
Das ist eine große Frau. Mhm. Ach, die steht auch in Uldur, ne? Freya. Was, wo ist denn der Landeplatz? Na, da wo wir hergekommen sind. Am UFO. Am UFO. Der Motor überhitzt. Ja, gnomische Ingenieurskunst, ne? Obwohl, mit einem Goblin-Flieger wären wir das wahrscheinlich direkt explodiert. Erzähl doch nicht sowas. Wieder da. Und jetzt? Braucht ihr etwas? Seid vorsichtig. Jetzt. Also abgeschlossen ist die Quest, ist trotzdem nicht. Na? Ich hab's sogar abgegeben. Was wird für eine Verarsche? Wer war das mit dem schlechten Karma? Jetzt weiß ich auch nicht, wie die heißt, die Quest. Dass ich sie irgendwie abbrechen kann und wieder annehmen kann. Aufklärungsflug. Ja. Wieso konnte ich dir denn jetzt gerade nicht abgeben? Das verstehe ich nicht. Keine Ahnung, was du gemacht hast. Zurückgeflogen und ausgestiegen. Ja. So, ich flieg dann jetzt Richtung Gasthaus. Wenn du die Quest fertig hast. Wobei, verabschiede dich schon mal, weil wir haben ja eh gleich schon 10 Minuten, bis du die Quest fertig hast und so weiter und so fort. Stehe ich ja nur doof rum. Alles klar. Sag ich mal, danke fürs Zuschauen. Ja, alles weitere entweder morgen, wieder um die gleiche Zeit. Oder auf unserer Homepage www.lasszocken.de, da findet ihr auch alles über uns. Und ja, unsere Facebook-Seite ist eigentlich auch immer aktuell. Richtig. Ja, morgen auf jeden Fall ab 19 Uhr wieder hier auf Twitch zu sehen. Falls ihr irgendwas Interessantes oder interessant fand oder gerne nochmal sehen wollt. Die Videos werden auch nach und nach immer wieder auf YouTube erscheinen, wo ihr euch sie anschauen könnt. Ich danke auf jeden Fall auch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Abend und bis morgen dann. Juhu, bis morgen.